Da sind wir wieder mit Die Ringe der Macht, Folge 3. Am Freitag, den 9.9. ging es weiter. Folge 3, Die Ringe der Macht, nachdem es zur Premiere gleich eine Doppelfolge gab. Diesmal nur eine Folge 3 von 8 in der ersten Staffel und zur Überraschung, es knüpft nahtlos an das, was in Folge 1 und 2 passiert ist. Galadriel und Halbrand, die wurden aufgegabelt von einem Schiff und dieses Schiff hat einen, natürlich, einen speziellen Captain und der heißt Elendil. Den Namen, den dürfte man auf jeden Fall kennen. Das ist der König, der später gegen Sauron in den Krieg zieht, zusammen mit den Elben. Elendil hier, kein König, er ist Captain. Und dann geht's zurück in sein Reich, wo er lebt. Numenor. Und da sieht man eben diese Stadt, diese Hafenstadt. Super toll inszeniert, gefällt mir richtig gut. Hat auch eben so Teile, es erinnert einem ein bisschen an, in manchen Stellen an Minas Tirith. Oder, also man weiß auf jeden Fall, wo die Bauwerke von Minas Tirith herkommen. Dort gibt es eine Herrscherin Miriel und die ist am Anfang, naja, scheint sie relativ gastfreundlich. Allerdings, die Numenor sind nicht so begeistert von den Elben aus irgendeinem Grund, denn eigentlich haben die Numenor ja ihr Reich den Elben zu verdanken. Naja. Sie halten auf jeden Fall Galadriel und Halbrand erstmal dort fest. Nicht wirklich als Gefangene, aber es behindert Galadriel natürlich auf ihrer Mission. Sie versucht weiterhin herauszufinden, was es so mit dem Zeichen Saurons auf sich hat. Und da helfen ihr natürlich die Aufzeichnungen der Numenor sehr weiter. Halbrand hingegen, der fühlt sich da eigentlich ganz wohl, möchte einen Neuanfang starten und gerät da doch ein bisschen in Trouble. Galadriel, die findet auch noch einiges raus über Sauron und seinen finsteren Plan, aber auch ein bisschen was über Halbrand. Weiter geht es an anderen Orten, nämlich in den Südlanden. Arondir, der ist ja von den Orks geschnappt worden, hat dieses unterirdische Tunnelsystem entdeckt und befindet sich nun in einem Gefangenenlager, in dem auch Artgenossen schuften müssen für die Orks. Die wollen nämlich ein Tunnelsystem errichten, denn die Sonne finden die nicht so geil und deshalb Tunnelsystem und dann von dort aus agieren und überraschen. Arondir findet das natürlich nicht so prickelnd, der möchte alle anderen warnen und plant schon den Ausbruchsversuch. Und natürlich die Haarfüße dürfen nicht fehlen, Nori und so weiter. Die wollen die große Reise antreten und ihr Volk entdeckt dann Noris merkwürdigen Freund, der vom Himmel fiel. Ja, ich kann eigentlich jetzt nichts Negatives sagen. Natürlich muss die Serie bis zum Ende erstmal abliefern. Die ersten zwei Folgen haben mir schon sehr gut gefallen. Ich habe mich mit vielen Leuten drüber unterhalten. Also durchweg, zum größten Teil, alle Leute waren positiv, haben einen positiven Eindruck von dieser Serie gewonnen und ich finde, die dritte, die hält das Ganze noch ein. Die Folge heißt Ada und das ist auch ein Charakter und irgendwie kam mir der Name doch sehr bekannt vor und hab da mal nachgeforscht, aber da habe ich mich getäuscht. Den gibt es wohl nicht in irgendwelchen Aufzeichnungen. Ist extra für diese Serie kreiert worden und den sieht man am Ende der Folge allerdings nur verschwommen. Ja, aber wer dann mal so ein bisschen rumforscht, quasi im Cast und so, der findet den Namen Joseph Maul, der auch bei Game of Thrones mit dabei war. Der spielt wohl diesen Ada. Und Ada ist ein Elb, der Sauron folgt, möglicherweise jemand, der, wurde ja immer, gibt ja diese Sache, dass Orks gefolterte Elben sind und sowas. Auf jeden Fall, er wurde halt wohl von Sauron oder Morgoth, was weiß ich, auf die dunkle Seite der Macht gezogen und hilft da jetzt aus. Finde ich auf jeden Fall eine tolle Figur, soll auf jeden Fall nicht Sauron sein.
sind wir mal gespannt. Ich finde das cool mit diesen Figuren. Macht mir mega Bock. Bin interessiert, wie es weitergeht. Gerade auch jetzt mit der Einführung von Elendil und Isildur. Auch Nori, die mag ich super gern. Ich finde, die hat irgendwas von einer jungen Meg Ryan. Geht das nur mir so? Schreibt es vielleicht in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ansonsten, das war die längste Woche, die ich in diesem Jahr hatte. Nein, die zweitlängste. Die längste Woche war die in der Woche, als Elden Ring released wurde. Jetzt nochmal eine lange Woche bis zu Folge 4. Und dann treffen wir uns wieder. Ja, hoffe ich. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.